Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cypsycho. Ich bin wieder am Schluss mit einer weiteren Runde Valheim bzw. einem neuen Video. Und ich will euch einfach mal zeigen, was so in einer Woche möglich ist. Ich finde, das Spiel hat Potenzial. Man merkt aber auf jeden Fall schon mal, dass noch nicht so viel drin ist oder noch sehr viel Luft nach oben ist. Wenn wir uns allein mal die Karte anschauen, sehen wir hier schon mal, das hier haben wir zum Beispiel jetzt in einer Woche erkundet. Also ist ein bisschen vollgeschrieben, aber hier seht ihr es. Geh weg. Was wir hier erkundet haben, ist noch nicht so viel. Und das hier ist theoretisch die ganze Map noch. Also hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Doch ein bisschen was kann ich euch schon mal zeigen. Und erstmal zeige ich euch meine geile Ausrüstung. Zum einen mal hier dieser Ring. Dadurch können wir ein bisschen mehr Gegenstände mitnehmen. Und zwar 150 Gegenstände mehr. Dann haben wir hier einen wunderschönen, einen wunderschönen Umhang. Und soll ja auch nicht kalt werden. Ist ein Loks-Umhang. Diese Wesen findet man in der Ebene. Das ist, soweit mir bekannt ist, abgesehen vom Ozean, momentan das härteste Gebiet. Können wir inzwischen farmen, dann haben wir hier noch bam, eine wunderschöne Wolfsrüstung. Oh mein Gott, wie schön die glänzt. Heidi Witzka. Ein Drachenhelm und die passende Hose dazu. Und das Ganze ist komplett, beziehungsweise es wird komplettiert mit einmal bam, einem wunderschönen Schwert aus Silber natürlich, ganz klar, und einem Bogen, der, ihr seht es, wunderschön leuchten kann. Also wir sind jetzt momentan, wir haben jetzt den dritten Boss besiegt. Wir sind jetzt bald auf dem Weg zum vierten Boss. Wir haben einfach die Metallrüstung übersprungen, denn wir dachten uns, YOLO, ja, brauchen wir nicht. Das ist einfach richtig Essen zum Farm gewesen, deswegen haben wir es übersprungen, sind da gleich ins Eisgebiet gegangen, haben uns hier ein bisschen Mett gekocht und ja, das hier ist das Fazit, diese richtig geile Rüstung. Wir farmen inzwischen auch schon in der Ebene, was bedeutet, wir sind, greifen schon wieder ein bisschen vor. Wir farmen jetzt schon mal Schwarzstein, wie heißt das ganze Metall? Wait a sec. Schwarzmetallschrott, genau, das farmen wir momentan. Hier haben wir jetzt 11, in einer Base haben wir glaube ich 50, in der anderen haben wir 30 und so weiter und so fort. Also wenn wir alles abgrasen, sollten wir dann uns schon eine richtig geile Rüstung bauen können, sobald wir den vierten Boss besiegt haben. Wie findet man den vierten Boss? Ganz einfach, Eisbiom. Da muss der Stein zu finden sein und dem... Und ja, wenn ihr den Stein habt, habt ihr auch eine Location vom Drachen, beziehungsweise vom nächsten Boss. Und wir wissen auch schon, was man dafür braucht. Aber das will ich jetzt noch nicht spoilern. Ich habe gerade eben schon mal gespoilert, das war ungewollt. Aber jetzt das eigentliche Thema von diesem Video, denn ich habe euch ja beim ersten Video schon mal gezeigt, was wir so gebaut haben. Und deswegen dachte ich mir, gut, zeige ich euch in dem Video auch, was wir noch so gebaut haben, beziehungsweise ein, ja, ein elementares Detail in unserer Welt hier. Denn Fakt ist, man braucht auf der einen Seite eine Base, auf der anderen Seite muss man mobil sein. Und das Ganze geht natürlich am besten mit entweder zu Fuß oder mit Schiff. Und deswegen hat der Monsieur Axel, mein Buddy, den ihr wahrscheinlich schon aus Phasmophobia, Sign of Silence oder League of Legends kennt, hat sich hier mal was gebaut. Und ihr seht schon, es baut sich hier im Hintergrund auf. Und ich will natürlich nicht, dass ihr gespoilert werdet. Das hier ist unsere Flottenwerft. Sieht momentan ein bisschen zugig aus, hier noch nicht hundertprozentig fertig, aber es erfüllt seinen Zweck und... Hey, geh weg, Trottel. Aber es erfüllt seinen Zweck, denn das Problem ist einfach, wir haben jetzt das Langschiff momentan. Ich weiß nicht, ob es noch eine größere Version gibt. Passt ja auch wunderbar rein. Zum einen sind die Pfosten hier ein bisschen problematisch. Auf der anderen Seite ist ja eine Tür ein bisschen problematisch, denn die Doppeltür, die man hat... Ja, die funktionieren nicht, deswegen hat er sich was, hat sich der Monsieur Axel hier was einfallen lassen. Und zwar hier oben eine Tür reinzubauen. Ist ein bisschen nervig, diese zu öffnen und zu schließen. Dafür muss man hier hochgehen, runterspringen und hoffen, dass man ja eben im Wasser landet und nicht verreckt. Aber hier kann man dann theoretisch die Türen auf und zu machen. Und somit ist nur der Mast eingesperrt und kann nicht raus. Was bedeutet, das Schiff kann hier durch Wellengang nicht raustreiben. Es ist auch sicher vor dem Seemonster, dass hier vorne irgendwo ist. By the way, davon wird es auch bald noch ein Video geben, wie wir das Solo schnetzeln, beziehungsweise einfach schnetzeln. Aber das wird ein bisschen spannender. Ja, falls es noch ein größeres Schiff gibt, müssen wir das Ganze hier neu bauen. Aber ihr seht ja auch schon mal hier so ein paar Ornamente mit den Drachenköpfen. Wir werden jetzt auch demnächst noch so ein bisschen, also wir haben noch in Planung so ein, sowas wie ein Thronsaal, dann ein Teleporterraum und. Also wir haben noch ein paar Ideen. Werdet ihr auf jeden Fall sehen und in den Livestreams, die leider zurzeit ein bisschen seltener kommen, aber in Zukunft wieder häufiger kommen sollten, werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie wir dann uns Richtung vierten Boss begeben, diesen hoffentlich klatschen, dann Richtung fünften Boss begeben und auch diesen klatschen. Soweit der Plan. Wie das Ganze dann in der Umsetzung aussieht, weiß ich nicht, aber ja.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Hier habt ihr jetzt so mal einen kleinen Eindruck an der Flottenwerft gesehen, wie diese aussehen kann. Könnt ihr nachbauen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir oder stellt sie mir in den Kommentaren an Axel gerichtet. Dann gebe ich sie weiter, dann kann er sie beantworten. Aber alles in allem war es das jetzt. Und wie gesagt, 3 Bosse haben wir schon geklatscht. Der 4. kommt demnächst. Die Rüstung ist schon mal im Schlüssel und ja, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir dann auf den 5. geklatscht haben. Deswegen danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao, ciao.